Und damit herzlich willkommen zurück zu Das schwarze Auge, Satinavs Ketten. Ja, Satinavs Ketten reißt nicht, genau so haben wir das in den letzten Folgen mal gehört. Und nachdem gestern der Warbase dann hierher gekommen ist, gehen wir jetzt mit dem Fischer. Stimmt, den Fischer hat mir den Schnaps gegeben, mit dem Hasen haben wir das reingekloppt. Und jetzt holen wir unsere Freundin hier noch schnell ab, hier die gute Fee. Die gute Fee. Ach, da bist du doch. Nuri, hallo. Sag mal, Nuri. Nuri. Nein, ich will doch Nuri. Ich bin gleich zurück. Achso, wir kommen hier nicht weg, bevor wir das Badehaus quest sag nicht mal, haben. Nuri. Achso, okay, klar. Jetzt verstehe ich das. Gut, na dann. Kannst du dich bitte noch einmal mit dem Kerl im Badehaus abrichten? Ja, Nuri möchte sich ganz zulegen, weil sie nicht ganz versteht, was für ein Typ das ist, aber okay. Wir müssen jetzt mit dem, was wir haben, dafür sorgen, dass sie zu dem Typen guckt. Versuche mal. Interesse? Kannst du ihr in den Arsch schieben? Ja, das ist. Interesse? Nein, danke, Kindchen. Habe ja schon mein Fröschlein. Niemals sind diese Tiere gewöhnliche Steinbilder. Okay, wir müssen den Frosch da irgendwie runterkriegen. Wenn ich wenig. Das geht aber so nicht. Wir müssen den irgendwie da runterkriegen, um dann im Nachhinein ihr den Hase vielleicht geben zu können. Er ist ganz beschlagen, man sieht über. Gehört mir nicht. Gehört dir nicht. Gehen wir denn vielleicht mal Nuri? Jetzt nicht, Geron. Okay. Wasserschlauch vielleicht? Wasser? Wir sind beschäftigt, Mann! Okay, vielleicht braucht sie vielleicht Wasser zum. Wasser? Nein, danke, Kindchen. Okay, okay, okay. Kann ich hier vielleicht. Hat Goswin irgendwelche Schriften hinterlassen? Ei, viele Schriften, aber alle verbrannt bei Seebestattung. Hm. Nicht sehr schlau. Okay. Dann haben wir noch was erfahren, aber hat es sich weitergebracht im Endeffekt? Ich behalte. Also, das ist Diebstahl, stimmt, den behalten wir. Brauchst du einen Eimer? Ich zeige ihr lieber nicht, was ich gestohlen. Ich zeige. Okay. Warum stiehlst du eigentlich alles? Ich zeige. Fischgräte vielleicht? Gehört mir nicht, Kindchen. Kann ich dem vielleicht Angst machen? Manchmal vermisse ich die Zeit. Achso, Nuri vielleicht? Wenn der Bursche dich belästigt, musst du es nur sagen, Kleine. Nein, das ist Geron. Was für ein Arsch. Das hilft auch nicht weiter. Kann ich vielleicht. Wir sind beschäftigt, Mann! Gehört mir. Ja, dir gehört sowieso nichts. Hase. Interesse? Umsonst? Nein. Dann nicht. Schade. Kann ich hier irgendwas. Ich habe hier noch die Binden. Kann ich mal vielleicht. Nur mal so? Nein, ich lasse es so. Kann ich vielleicht. Das ist zu stabil. Binden. Alles klar, zu stabil. Und der Rucksack ist auch noch da. Mit dem müssen wir auch noch was machen. Vielleicht. Kann ich hier vielleicht den Fisch da reinlegen, dass es dann so stinkt? Und manchmal vermisst. Nee, geht auch nicht. Ich bin was ganz Verrücktes. Das kann ich besser. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht, aber okay. Der Spiegel. Wozu denn? Eieiei, ich weiß echt nicht, was ich da machen soll hier. Moment. Diese Stadt ist mir ein Rätsel. Kann ich vielleicht. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung. Ich dachte, ich mache die Tasche vielleicht nass. Dieses Feuerzeug haben wir auch schon. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung. Das ist seit Ewigkeiten schon dieses Feuerzeug. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Das kann ich. Was? Das kann ich brauchen bei diesem Nostria-Wetter.
Okay. Wir können ihr nicht helfen. Wir können ihr nicht helfen. Und ihm ging auch nicht. Was ne? gibt es, Land? Ja, okay. Ich muss mal schauen, weil ich habe halt gestern nicht weiter aufgenommen, deswegen war ich jetzt etwas raus. Mit Nuri reden kann ich sonst auch nicht. Kann ich vielleicht Nuri... Wenn der Bursche dich... Nein! Hülle dich wenigstens in ein Handtuch, wenn du rauskommst. Spielgewisse auch nicht. Willst du da vielleicht einen Eimer haben? Jetzt nicht. Okay, ich bin echt überfragt. Ey, was soll ich denn hier noch machen? Trinkt er jetzt noch? Hallo. Hey, der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser. Okay, der ist ganz woanders. Das bringt mir also immer noch nichts. Kann ich vielleicht nur mal so aus Spaß... Viel zu nass. Gut, dann halt nicht. Brauchst du was? Ja, es gibt mir da eh nichts, oder? Oh. Was ist denn mit dem da hinten los? Dem Suffkopf? Orkischer Fiebertraumschnaps. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Gut, der erzählt uns immer noch nichts Neues. Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Tja, wo ist das Prisma? Und was sollen wir genau tun jetzt? Wir sind schon wieder... Ich weiß nicht, ich mag diese Stadt absolut gar nicht in dem Spiel. Ich komme mir in dieser Stadt vor, als wenn ich die ganze Zeit nur durchweg alles falsch mache. Heringe? Moment, der hat doch jetzt gerade was gesoffen. Ich tausche einfach unauffällig die Kübel aus. Das unauffällig ist der Haken an der Sache. Na, hat er nicht gerade den Schnaps gesoffen? Fährmann? Hä? Leihst du mir deine Angel? Die Angel gibt uns immer noch nicht. Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Ach, wir müssen ja noch einen Kompass finden. Wo soll ich denn einen Kompass herkriegen? Vielleicht selbst einbauen? Kompass bauen. Da hilft kein Funk. Kompass. Ach was. Bauen. Moment. Gebratener Fisches Nostria Fraß. Kann ich vielleicht irgendwas kaputt machen? Vielleicht den Fisch? Das geht so nicht. Natürlich nicht. Vielleicht kann ich irgendwas kaputt... Wow. Toll. Das lasse ich lieber. Ich bin etwas ideenlos. Ja, so geht's aber auch. Ohne den Zettel kommen wir nicht weiter. Das ist das Problem. Hier steht noch recht viel. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Kannst ein Orkschädel. Beunruhigen. Kannst du nicht da irgendwie draufsteigen oder so? Mein Kopf ist leer. Mist. So wird das. Ein Orkschädel. Ich will gucken, ob ich da irgendwie draufsteigen kann, dass es da hochkommt, aber da müsste ich vielleicht noch was drauflegen vorher. Moment, ich probier mal den. Ach was. Mein Kopf ist leer. Warum ist immer alles unerreichbar? Das geht mir so, seitdem wir in der Stadt sind, lieber Georg. Ich habe auch keine Ahnung, wieso. Mit bloßem Willen öffnete der große Geron das verschlossene Fass. Oder auch nicht, wie es aussieht. Zerbricht nicht. Ach so. Gut, dass Nori nicht hier ist. Die Tür, natürlich, ich muss die Wasserpfeife zerbrechen. Was habe ich jetzt bekommen? Krakenmolch-Schlitzerei. Das muss ein Krakenmolch sein. Irgendetwas an dieser Figur ist unheimlich.
Und wenn ich jetzt Nuri hätte zum Reparieren, würde die Katze wahrscheinlich hier nach vorne umkippen und ich könnte sie mitnehmen. Ein Krakenmolch. Was soll ich mit dem Krakenmolch? Kann ich vielleicht die erschrecken? Das wäre vielleicht Option, wenn ich die erschrecke, dass die dann... Ich frage erst bei dem hier, der handelt doch mal so einen Scheiß. Brauchst du was? Also, bis später. Gib Acht auf deinen Rücken. Pass mal lieber auf deinen Rücken auf. Du stehst nämlich mit einem Gott. Krakenmolch. Interesse? Was? Woher hast du das? Kennst du das etwa? Ob ich das... Natürlich! Das wurde mir gestohlen! Gib her! Zuerst überlege ich mir eine Gegenleistung. Haha! Sehr gut! Du hast diese Stadt verstanden! Ja, und was ist die Gegenleistung? Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Ich hätte gerne einen Kompass von dir. Brauchst du was? Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Ich hätte gern Kompass von dir, aber den gibst du mir jetzt anscheinend noch nicht. Wir sind beschäftigt, Mann! Das gibt's echt nicht. Ich habe jetzt... Sag mal, nur... Bin gleich zurück. Weil das kann doch nicht sein, jetzt haben wir diese... dumme Statue gefunden endlich. Haben wir die bekommen endlich. Das Fazit von der Geschichte ist jetzt, dass wir... Wo kommst du denn auf einmal her? Hier werden Schiffe verteut. Ein verwaister Eisenring. Zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Geht nicht. Was kann ich hier dranhängen? Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Fischer. Brauche ich noch. Was willst du denn jetzt da reinmachen, mein Guter? Das sollte nicht brennen. Ich verstehe den Sinn der Vorrichtung nicht ganz. Unsinn. Zum Glück leide ich nicht unter Reinlichkeitswahn. Ja, zum Glück nicht, ne? Deswegen hast du doch gerade ausprobiert. Wie komme ich darauf? Ich weiß es auch nicht, warum hast du das denn gemacht gerade? Will er Wasser auffangen? Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Na, jetzt war das Gespräch gerade da oben. Brauchst du was? Bis später. Gibt mir immer noch nichts. Vielleicht, wenn ich nochmal mit der Figur anklicke? Interesse? Was? Kein Order zu sehen? Nee. Okay. Bis später. Gib auf deinen... Ich verlasse mal das Bild, vielleicht bringt mir das ja was. Weil ist ja jetzt voll der Eimer. Nicht wirklich. Hallo. Der ist ganz vielleicht auch... Okay, gut, das bringt auch nichts. Lass mal von Juri... Von Nuri gerade... Von Juri den Spiegel reparieren. Noch einmal. Ich habe doch gar nichts gesagt. So. Ach, guck mal, das ist eventuell sehr sinnlos. Aber nein, was soll das? Ja, das habe ich auch gerade gefragt, aber ich weiß nicht. Verschwendung. Was hast du denn damit vor, Geron? Weih uns doch mal bitte ein. Ich habe jetzt alles damit kombiniert, außer sowas wie Zettel. Das kann ich. Weil das ist ja an sich nicht wirklich sinnvoll, da einen Zettel reinzulegen. Ich könnte auch probieren, ein Messer da rein. Das lässt sich. Das lässt sich natürlich auch nicht schneiden, alles klar, gut. Und wenn ich den Krakenmoloch dann da rein tue, dass der Typ da hinrennt und. Brauche ich noch. Okay.
Wir sind wieder einmal ein winziges Stück weitergekommen und hängen jetzt wieder fest. Wie ich bereits erwähnte, ich kann diese Stadt nicht leiden. Moment, Heringe mit Spiegel. Besser nicht. Ja, das weiß ich. Ach, dieser Ring war nicht von Anfang an da, das kannst du mir nicht erzählen. Hier geht sonst auch nicht. Entschuldigung, ich habe das versucht zu unterdrücken. Hier geht sonst auch nichts. Wasserschlauch will er ja nicht auffüllen mit Schnaps. Kann ich vielleicht mit dem Messer den Zapfhahn wieder rausdrehen? Da helfen. Helfen keine Schnitte, okay. Und zerbrechen kann ich das ja auch nicht nochmal, ja? Massiver Stein. Korrekt. Warum ist immer... Das sind keine Skulpturen. Diese Tiere wurden versteinert. Du hast jetzt zum 20. Mal festgestellt, aber okay. Ich frage mich immer noch, wie die hier hin und her kommen. Wenn wir damit mit dem Seil hier hin und her schwingen müssen, warum, wie machen die das denn? Ich möchte mir nicht vorstellen, dass die sich mit einem... Bist du auf? Ja, ich nehme auf, lieber Elias Bot. Den Elias Bot kenne ich von dem Spiele Starbound. Ich kann ihn jetzt gerade nicht zurückschreiben, lieber Elias, falls du dieses Video mal sehen solltest. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Geht nicht. Nein. Du hast gleich was. Nicht so. Du hast gleich was im Auge. Ich putze jetzt nicht. Keine Zeit. Das führt zu. Das kann ich. Hatte schon bessere. Okay. Ich will nochmal Nuri rauszuschicken. Vielleicht. Mach es gut. Musst du erziehen. Vielleicht bringt es ja was, wenn Nuri draußen ist. Jetzt, nachdem wir die neuen Optionen haben zum... Sag mal, Nuri... Ups. Bin gleich... Ich kann die aber auch nicht mitnehmen, das finde ich ein bisschen seltsam, dass ich die nicht... Kann ich vielleicht ein Netz spannen? Nicht so. Ich probiere mal mit dem Boot alles aus. Das geht so. Okay, ja, ja, passt schon. Spiegel. Nein. Hier regnet es wohl heute. Warum sollte ich? Weiß nicht. Warum solltest du nicht? Viel zu nass. Hat man auch schon. Ist schon zerbrochen. Jetzt wenn Nuri brauchst draußen du ist, was? Kannst du da vielleicht irgendwas anderes anbieten? Was ist denn mit dem da? Dem Sorkischer das Beste. Ja, bis immer später. Dieses selbe Gespräch hier, aber das bringt uns echt nicht weiter. Ich muss ja mit dem Hasen die Tür einzuschlagen. Das lasse ich lieber. Und wieso? Wozu denn? Weiß ich da nicht. Mach was Intelligentes. Ich bin etwa... Probier aber mal alles jetzt damit. Nichts. So. Und ich hatte gehofft, dass mir endlich jemand dieses unverständliche Zeug erklärt. Das ist keine... Aber es fackelt genauso wie eine. Dann ist es nass und weiter... Ich könnte einbrechen. Andererseits ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Prisma noch dort ist. Ich schaue mich erst einmal weiter um. Es ist unwahrscheinlich, okay. Geht nicht kaputt. Hat er vielleicht das Prisma? Ich bin mir nicht so sicher. Bin mir nicht so sicher. Kann ich mit dem Boot hinten eigentlich noch irgendwas machen jetzt? F-
Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Ja, da hast du vollkommen recht, kann ich da vielleicht das... Das trinke ich lieber selbst. Ja, ich dachte, du tust das vielleicht schon mal da rein, falls du danach... Unsinn. Zu auffällig. Stimmt, da ist ja noch ein Loch, mit dem wir was machen können. Mein Arm ist zu kurz. Die Frage ist, was machen wir mit dem Loch? Ich bin etwa... Ja, okay, gut. Messer reinwerfen. Wie soll ich da rankommen? Reinwerfen. Wozu noch mehr Schaden anrichten? Was Spaß macht? Das haben wir alles probiert jetzt, gell? Ich gucke nicht ohne Grund. Wächter geht immer noch nicht. Oder kann ich vielleicht... Brauche ich noch. Kann ich vielleicht... Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Gut, okay. Vielleicht solltest du mal wieder ins Badehaus gehen. Badehaus? Hilf mir aus. Wofür steht das noch gleich? Für Sauberkeit. Klugschwätzer. Okay. Brauche ich noch. Die Fischkelle wird er ihm nicht geben. Was soll er dazu schon sagen? Weiß nicht, vielleicht macht er mal ein Nickerchen. Das wird ihn kaum interessieren. Ich denke, diese Ware wird ihn schon interessieren. Das bleibt besser bei... Okay. Brauche ich vielleicht noch. Wenn du um Geld betteln willst... Echt krass. Mit dem Kahlschädel möchte ich nicht aneinander geraten. Okay, gut, das macht er also auch nicht. Wir haben ja auch keine neuen Optionen. Ja gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war's das mal für die Folge. Wir haben jetzt nicht so viel geschafft, außer diesen Haken, den Haken zu hängen und die Statue. Gut, das ist eigentlich doch ein bisschen was. Ich hoffe, in der nächsten Folge geht's besser weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.